Der Schnelllader surrt hinter mir und der DS3 Crossback eTense hängt am Schnelllader. Wir laden gerade noch mal auf 80% voll und zwar aktuell haben wir gestartet bei 76%. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, denn dann legen wir los. Worum geht es denn eigentlich heute? Wir wollen herausfinden, Elektromobilität und Winter. Das sind ja zwei Sachen, die eigentlich so richtig nicht wirklich miteinander wollen. Und wir wollen heute herausfinden, schlicht und ergreifend, was ist denn der Unterschied? Ich bin bei 10 Grad Außentemperatur die Verbrauchsstrecke gefahren und fahre sie jetzt nochmal bei 0 Grad. Und dann schauen wir vor allem auch, wie der Verbrauch sich verändert und die Reichweite natürlich. Das Fahrzeug bleibt ja das Identische, der Fahrer bleibt der gleiche, die Strecke bleibt die gleiche, nur die Witterungsverhältnisse sind ein wenig anders. Wenn euch das Ganze interessiert, ob das Elektroauto im Winter auch richtig powern kann, das sehen wir dann, wenn ihr jetzt dran bleibt, den Kanal abonniert, das Ganze liked und teilt, aber auch vor allem kommentiert. Schreibt mir unten eure Meinung in die Kommentarbox und dann geht's jetzt los mit dem DS3 Crossback eTense auf Verbrauchsfahrt im Winter.
Der DS3 Crossback E-Tense ist wieder zurück von seiner zweiten Verbrauchsfahrt. Ja, zweite Verbrauchsfahrt. Nein, nicht weil ich mich vermessen habe oder ähnlichem. Nein, es war bewusst so. Wir wollen herausfinden, wie schlägt sich denn der Elektroantrieb mit unterschiedlichen Temperaturen? Und das haben wir jetzt gemacht. Wir sind bei 11 Grad Außentemperatur unsere Verbrauchsfahrt gefahren und wir sind sie jetzt gerade mit 0 Grad gefahren. Beides Mal nicht vorkonditioniert den Akku, sondern tatsächlich so losgefahren. Und natürlich lief bei beiden immer die Heizung, 22 Grad, Sitzheizung war aktiv. Zwei Telefone wurden sogar gleichzeitig geladen über die USB-Ports, die hier verbaut sind. Ja, und was haben wir jetzt dabei gelernt? Ja, wir haben gelernt, dass sicherlich die Elektromobilität auf alle Fälle relativ empfindlich auf Witterungseinflüsse ist. Aber was bedeutet das? Wir schauen in die Chart hinein. Bei 11 Grad Außentemperatur hatte der DS3 Crossback einen Verbrauch von 21,96 Kilowattstunden auf 100 Kilometern gemessen. Und somit eine Reichweite theoretisch von 211 Kilometern. Bei 0 Grad Außentemperatur waren es 26,16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was der DS3 Crossback verbraucht hat. Und somit eine Reichweite theoretisch von 177 Kilometern sich damit ergeben. Der Akku 50 Kilowattstunden fassend, maximal netto nutzbar davon sind 46,3 Kilowattstunden, 100 kW Elektromotor mit 260 Newtonmeter, übrigens Tempo 150 elektronisch begrenzt und 9 Sekunden von 0 auf 100 für den 1,6 Tonnen schweren Crossover hier. So viel zu den ganzen Daten noch ein bisschen und jetzt schauen wir noch mal einen kurzen Augenblick auf den Opel Corsa e, der ja technisch mit dem DS3 Crossback quasi ja identisch ist und deswegen der ist bei 26 Grad Außentemperatur unsere Verbrauchsfahrt gefahren und hatte 15,8 Kilowattstunden verbraucht und hätte somit eine Reichweite von 293 Kilometern gehabt bei eben sommerlichen Temperaturen. Das zeigt, wir haben hier schon eine durchaus große Gap an Reichweite im Winter und im Sommer. Das sind natürlich schon ordentliche Werte, wenn man das schaut, so knapp 120 Kilometer weniger Aktionsradius. So viel verbraucht im Grunde genommen ein Verbrenner nicht mehr als hier der E-Wagen. Dennoch heißt das aber nicht, dass die Elektromobilität falsch ist so oder schlecht ist. Im Gegenteil, ein Elektroauto fährt man auch aus Überzeugung der Umwelt gegenüber. Und weil es wirklich auch Sinn macht, den regenerativ erzeugten Strom direkt in einem Fahrzeug umzusetzen und ihn nicht anderweitig vielleicht noch umwandeln zu müssen. Aber es soll jetzt hier keine grundsätzliche Diskussion entstehen über das Thema Elektroauto oder gegen Elektroauto, sondern es ist einfach nur für euch da draußen die Information, okay, wenn ich mir ein Elektroauto zulege, dann bedeutet das unter anderem, ich muss mein Fahrzeug zu Hause laden können. Punkt 1. Punkt 2. Wenn ich dieses tue, dann muss ich auch mein Fahrzeug vorkonditionieren und den Akku somit. Bedeutet, wenn er schon an der Steckdose hängt zu Hause, dann auch die Standheizungsfunktion nutzen. Dann wird der Akku geheizt und auch der Innenraum geheizt. Somit ist die Reichweitenverringerung bei kalten Temperaturen etwas geringer. Was kostet denn der DS3 Crossback hier eigentlich? 38.690 Euro verlangt DS Automobile für den luxuriösen Crossover hier. Finde ich ganz okay. Wenn man dann schaut, 43.100 Euro kostet er hier in der gezeigten DS Performance Line. Was bekommen wir dafür? Ein durchaus flippiges, ja, individualistisches Fahrzeug mit genügend Platzverhältnissen für zwei Personen oder aber auch mal, wenn man ein Kind dabei hat, das geht dann auch hier ganz gut hinein. Man hat hier schöne Voll-LED-Scheinwerfer, variable Lichter-Scheinwerfer sogar, die finde ich sehr positiv. Das Fahrwerk ist äußerst angenehm und komfortabel abgestimmt. Der DS3 ist wirklich so ein schönes
Elektroauto, was auch mal wieder aus der Masse heraussticht. So finde ich es. Ja? Aber das dürft ihr mir jetzt alles unten in die Kommentarbox schreiben, denn mir wird langsam kalt und den DS3 möchte ich doch durchaus langsam mal von dieser Salz- und Dreckkruste befreien. Also schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zum DS3 Crossback denkt. Gerne auch von mir aus, was ihr über die Elektromobilität denkt. Aber bitte seid so fair, bleibt sachlich bei eurer Diskussion, die ich mit euch dann führe. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben, Abo hier dalassen für mich und auch die Abo-Glocke, damit wir uns möglichst bald wiedersehen. Damit sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und Servus, euer Ubi.